Hallo, ich bin Tom. Mythen zu Parkinson begegnen uns überall. Bei der Arbeit, in der Schule oder beim Sport. Ja, sogar im Internet sind sie zu finden. Mein Papa hat Parkinson. An Parkinson kann man doch sterben, oder nicht? Richtig ist, die Erkrankung ist nicht tödlich. Dennoch kann es durch Begleiterscheinungen wie Bewegungseinschränkungen zum Beispiel zu gefährlichen Stürzen kommen. Die Diagnose ist Parkinson. Aber ich dachte, das bekommen nur ältere Menschen. Ich bin zu jung. Richtig ist, die meisten Betroffenen sind über 60 Jahre alt, wenn die Erkrankung diagnostiziert wird. Aber ca. 10% der Erkrankten bekommen die Diagnose mit unter 40. Wieso zitterst du eigentlich nicht? Du hast doch Parkinson. Richtig ist, das Zittern in den Händen, Füßen oder der Stimme ist nur eines von vielen möglichen Symptomen der Erkrankung. Nicht jeder Betroffene entwickelt ein Zittern. Durch Parkinson entwickelt sich auch eine Demenz. Richtig ist, nur wenige Parkinson-Betroffene entwickeln erst nach vielen Jahren und im späteren Krankheitsverlauf eine mögliche Demenz. Ich will demnächst noch mehr gegen meinen Parkinson tun. Ich dachte, außer Medikamenten hilft nichts gegen Parkinson. Richtig ist, Betroffene können darüber hinaus eine ganze Menge tun, um den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Bewegung, Ernährung oder Entspannung tragen viel dazu bei. Auch der Austausch in einer Selbsthilfegruppe hilft, mit der Krankheit besser umgehen zu können. Wichtig ist, aktiv zu bleiben. Die Forschung ist bei Parkinson ins Stocken geraten. Da wird nichts mehr gemacht. Richtig ist, es wird auch weiterhin viel zu Parkinson geforscht. Neue Medikamente und Methoden werden untersucht, so auch eine mögliche Stammzelltherapie. Informiert euch zum Beispiel unter parkinson-vereinigung.de oder unter jupa-rlp.de.